Vor diesem Hintergrund sehen wir jetzt die Stadt Pokrovsk. Da sehen wir, anders als wir es vorher gesagt haben, keine Drohnen, keine moderne Technik. Da sehen wir tatsächlich Grabenkämpfe, die so ein bisschen an die Zeit 1914 erinnern. Wie wichtig ist denn tatsächlich diese Stadt für beide Seiten jetzt vor diesem Hintergrund, vielleicht auch vor allem für Putin? Auch das muss man, glaube ich, in einem größeren Zusammenhang sehen. Es gelingt den Russen ja seit einiger Zeit, gerade im Osten, im Donbass, über Avdiivka, über Chassiv-Yar, jetzt auf Pokrovsk anzugreifen. Und das mit doch deutlichen Erfolgen und militärisch klarer Überlegenheit. Mhm. Und es ist in der Tat so, wir haben es dort tatsächlich mit Duellsituationen zu tun. Mann gegen Mann, Waffe gegen Waffe, Panzer gegen Panzer. Auch wenn jetzt, wie ich höre, die Asowsche Brigade oder Brigaden wohl in einem Coup auch erstmal zu einem fast schon Nahkampf übergegangen sind und auch dafür Ablenkung sorgen. Nein, Pokrovsk ist eine zentrale Stadt im Augenblick. Pokrovsk ist eine Stadt, dort laufen die Eisenbahnlinien zusammen, dort laufen wichtige Verbindungsstraßen zusammen. Über die eine läuft der komplette Nachschub in den Osten der Ukraine. Auf der anderen Seite brauchen die Russen diese Straßen und die Eisenbahnlinien, um sich zu versorgen. Aber Pokrovsk hat etwa 60.000 Einwohner vielleicht mal gehabt. Das heißt, das wird keine Sache sein von heute auf morgen. Ich befürchte, das wird wieder ein fürchterlicher Orts- und Straßenkampf werden. Es wird also dauern. Und ich gehe davon aus, auch wenn das Gelände rund um die Stadt flach eben für den Angreifer vom Vorteil ist, die Stadt selber, werden die Ukrainer mit Sicherheit nachhaltig verteidigen. Ronald Carter, danke schön für Ihre Einschätzung. Gerne.